heiße Marita Natzke und bin schon lange Mitglied. Ich habe ja schon sämtliche Abzeichen von Hansa. Also Hansa, und das ist mir wichtig. Und wenn je mehr Mitglieder sind, umso besser geht es Hansa. Und man hat auch ein bisschen Mitspracherecht. Das ist schon viel. Und ja, deshalb war das war mein Anliegen eigentlich. Ne? Die schönsten Erinnerungen sind eigentlich, als ich den Fanclub gegründet habe und wir dann zusammen gemeinsam immer hingegangen sind. Wir saßen dann auch schön oben und nachher dann unter der Überdachung und so. Und also das waren die schönsten Augenblicke. Und dann mit Hansa unterwegs sein. Wir waren ja in ganz Deutschland. Wir waren ob München, ob Dortmund, wir waren ja überall mit Hansa. Ne? Ich meine jetzt im Moment nicht. Wir suchen uns aber jetzt in dieser Liga bestimmt noch ein, zwei Spiele aus, wo wir auch hinfahren. Ne? Seit 65 besteht Hansa ja und ja, man hatte ja hier damals auch im Osten nichts. Was hatten wir denn? Und da sind schon viele zu Hansa gefahren. Ich war in dem alten Stadion noch und als wir denn da gesessen haben, noch auf diesen Bänken, wir sind denn, die waren ja sowas von uralt und so, ne? Und da hat man erst gesehen und da fand man das auch schön. Man hat sich da auch wohl gefühlt in dem Stadion. Wenn die Bänke auch, wenn man da auch fast vorn runtergerutscht ist und so. Aber es war sehr, sehr schön. Und die ganze Bauphase, wir haben ja alles mitgemacht. Es war sehr, sehr schön. Und wir haben auch wieder da so in etwa unsere Plätze. Naja, wir waren sonst mehr da, wo, ja, mehr rechts. Wir sind ja jetzt vier und von uns aus da mehr rechts waren wir in der Kurve da, ne? Ja, wir morgens, wie gesagt, erstmal in Ruhe frühstücken, weil ich meistens, wir essen da nicht so, manchmal eine Bratwurst, ne? Aber sonst so im Großen und Ganzen essen wir da nicht. Dann treffen wir uns meistens am Westfriedhof. Und von da aus fahren wir mit dem Bus dann rein, dann genießen wir das Spiel oder auch ärgern wir uns, je nachdem. Und dann fahren wir auch wieder zusammen zurück und jeder fährt dann in seine Richtung, wo er herkommt. Moment der Klassenerhalt, ne? Mit Bochum. Wir haben gelacht und wir haben geweint und dann wieder gelacht und wieder. Und dann nachher waren wir ja ganz glücklich, ne? Dass wir da in der ersten Liga drin bleiben konnten. Freuen wir uns halbtot drauf, also weil die ganze Vorfreude schon und es dürfen ja jetzt auch ein paar mehr, nicht bloß 1000 oder so, es dürfen ja 14.500 rein und das ist schon eine schöne Menge und das unterstützt ja Hansa auch und da wollen wir hoffen, dass ich sage ja, ich habe schon zu den anderen gesagt, man darf ja nicht zu euphorisch sein, man muss den anderen Mannschaften, die sind auch nicht schlecht, auch zweite Liga und jeder muss sich erstmal testen. Und da werden wir sehen, was kommt. Und ich sag, damals hatten wir auch unsere Leute, wenn ich immer da die Jahreskarte hatte. Wir reden immer, aber es geht immer eben ums Geld, um zu existieren und so. Und da ist das schön, wenn bloß die Grenze ist nur da. Ich glaube, 9.000 oder 10.000 oder so Jahreskarte. Mehr geht wohl auch wirklich nicht, weil es müssen ja auch noch frei verkäuflich welche sein. Ne? Also ich war ja viel im Fanprojekt damals noch, ne? Und da gab es ja dann auch Bratwurst, da gab es vorher Bier und so in diesen kleinen Buden. Und in dieser kleinen Bude war ich immer drin und habe damit verkauft, habe die unterstützt da und auch Bratwurst. Und da hat der Peter Schmidt, war ja dann der Vorsitzende damals vom Fanprojekt, ne? Und der hat immer zu mir gesagt, Marita, Mensch, gründe doch einen Fanclub selber.
Und dann habe ich gesagt, naja, und immer hin und her. Und da habe ich gesagt, ja, ich gründe einen Frauen-Fanclub. Nachher wurde ja auch gesagt, später wurde ja gesagt, wir sind der Erste in Deutschland. Aber dann irgendwie wollte wieder jemand sagen, nö, wir sind der Zweite. Aber wir sind der Erste gewesen, der reine Frauen-Fanclub. Salon Marita. In der Lessingstraße, ja, war das da in Doberan. Ne? Wenn die Spieler kamen, wie gesagt, ich habe ja vorher immer alles angemeldet. Ne? Das geht ja nun mal nicht. Der Vorstand muss ja wissen, wo die Spieler denn so sind. Ne? Und dann habe ich die auch angemeldet. Und dann saßen wir ja da hinten. Klar, die sind ja dann auch nicht jeder einzeln gefahren, sondern die sind ja auch so, dass immer ein und der andere mal trinken konnte. Weil wenn du ein Fahrzeug hast, kannst du ja nicht trinken. So. Und die haben dann auch. Und dann saßen wir denn da. Und dann haben die reingehauen. Also der Garten war so schön. Da war so Lamellenzaun drum. Und da hat man nicht, wir waren so ganz für uns allein. Und dadurch, ja, wir haben lustige Sachen da gehabt. An eins erinnere ich mich ganz besonders. Heike war damals noch ein bisschen korpulenter. Und Matthias Schober saß bei mir auf der Hollywood-Schurke und noch irgendjemand. Und dann wollte Heike, weil Heike ja auch ein bisschen, wie gesagt, und Matthias guckt und sieht dann und hält sich oben gleich fest an der Schaukel und aber die hält ja, ne? Aber das war schon mal ganz lustig. Überhaupt, wir haben viel gelacht, wir hatten viel Spaß. Ja, alles kann man ja nicht erzählen. Und wer immer so besonders war, wenn wir hatten ja dann nachher auch Raik Schröder, so, die waren ja auch da. Und Raik war immer, ich habe immer gesagt, das ist Schwiegermutter-Typ, ne? Der, also für Schwiegermütter ist er eher der Typ. Der kam immer mit einem super schönen Blumenstrauß an. Ich war immer sehr, sehr erfreut. Ja.